Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von The Elder Scrolls Online, mein Let's Play. Ich bin jetzt hier beim Narrenfest gewesen, mit euch im letzten Part. Und wir müssen eine Quest machen, wir müssen Äpfel, Schlammkrabbenäpfel klauen. Und das machen wir gleich mal. Oh, das Skelett. Das ist wirklich ein Spieler, das Skelett. Cool. Okay. Erfahrung bekommen durch das erstmalige Betreten. Naja, ich glaube, das war schon so schwer zum Stehen. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich lösen kann. Schon. Sonst machen wir das einfach mit dem Dieb. Ja, wird schon gehen, aber. Okay, wir sind noch verborgen. Was nehmen wir noch verborgen? Okay. Jetzt weiß ich nicht, wo die anderen Locations sind vom Jahrmarkt, aber ich werde das wahrscheinlich noch kurz nachschauen gehen. Damit wir die Quests dort auch machen können, eventuell. Ah, ich weiß noch vom. Ich weiß nicht, ob ich das im Livestream gemacht habe, ich glaube eher nicht, aber wir müssen jetzt irgendwie etwas durch die Stadt schleusen. Und das ist damals bei mir gefehlt. Dann musste ich die Quest nochmals wiederholen am nächsten Tag. Weil ich einfach irgendwie nicht so nachgedacht habe. Ja. Der Sound war leider ein bisschen zu laut im letzten Part. Aber bei mir war es viel zu leise. Ich kann das einfach nicht so austesten. Aus zeitlichen Gründen und weil es einfach schlechte Qualität ist von meinem Aufnahmegerät. Es ist zwar VLC, aber es ist viel zu leise auch dort. Also ich kann es nicht wirklich anschauen. Dann auf YouTube ist dann schon die Lautstärke höher. Wartet, wartet mal, Sera. Ja. Mach ich mal habe vorwärts. Eine Nachricht für euch. Eine Nachricht? Es ist eine Nachricht von Dratus Otral, dem Oberhaupt des Dunkelelfenviertels in Ebenherz. Er entsendet seine besten Grüße und möchte, dass ihr der Stadt helft. Soll ich für ihn kämpfen? Nein, er will nur mit euch sprechen. Das Haus Dres ist nicht sehr beliebt. Die Nord und die Argonier in Ebenherz sprechen nicht mit ihm. Ja, ich werde es sehen. Also, wir sind hier jetzt zu weit. Okay, hier könnten wir fischen. Nehmen wir die Insektenstücke und tun einfach mal schauen, wie das Fischen hier geht in diesem Spiel. Von Einhorn. Nichts bekommen. So müssen wir wahrscheinlich warten. Wie immer. Blödes Warten beim Fischen. Wackelt irgendwas, oder? Jetzt. Ein Tuwisch, okay. Also wir müssen warten, bis er natürlich noch die Route nach hinten zieht. Ist klar, dass es nicht so schnell geht. Ich habe es einfach mal getestet, weil er einholen steht. Wenn irgendwas steht, wie einholen, dann möchte ich auch drücken, bitte, liebe Spiel. Ah. Oh. Das macht sicher weh, wenn man so auf die Seite von diesen Pfählen springt. Wenn man zum Beispiel am Tischbein, am Stuhlbein oder so ankommt, dann macht es natürlich auch schon weh. Aber im Spiel, nö. Und Schwein? Ja, Prinzessin, okay. Ja, und jetzt? Jetzt werden wir doch angegriffen. Hey, wo ist mein Schwein? Wer hat mein Schwein? Ich nicht. Kann das Schwein schwimmen? Ja. Okay, wir gehen außen herum. Wir gehen natürlich nicht durch die Stadt. Wow. Es kann nicht schwimmen. Muss das sein? Er ist teleportiert. Ah, okay. Wir können also jederzeit durch die Pampa schwimmen hier.
Also, ja, sagen wir das schwimmend. Es ist einfach sicher. Ah, ja, so geht's nicht. Okay. Und ja. Okay, mach doch mal ein bisschen schnelles Spiel. Dann sehe ich auch wirklich. Komm. Mit Steuerungstechnisch ist es ein bisschen problematisch, dass man einfach etwas machen möchte, aber es nicht kann, weil ah, die Quest nervt, genau. Damals hat mich das schon genervt. Wieso kann das Schwein nicht einfach schneller laufen? Also jetzt bist du gerade richtig blöd. Kann das nicht hier durch? Schwein entlaufen! Haltet die Augen nach einem Schwein auf der Flucht offen! Aha. Was kann man tun, wenn eine Wache im Weg ist? Jo. So ziemlich eine No-Go-Quest. Für mich sind solche Quests immer sehr nervig. Zum Beispiel in The Legend of Zelda Ocarina of Time hat mich damals einfach diese kleine, ganz einfache Szene im Schloss gestört. Es ist ja gut, dass es schwierig ist. Also es war damals wirklich nicht schwierig. Es war wirklich ganz leicht. Aber es nervt einfach immer warten zu müssen, bis man dann endlich mal durch kann und so weiter. Ich hoffe, das geht jetzt hier rüber. Hey. Bitte nicht wieder das Ding. Hier ist keine Wache. Aber das Schwein, ja, das Schwein kommt einfach nach. Gut. Hier ist keine Wache mehr. Das freut mich, meine Geduld. Hopp, hopp. Aber ja, es muss doch nicht immer zeigen. Das kann ein Mensch auch selber. Na gut. Du Schwein. Komm jetzt hier rüber. Willst du mich vergackeiern? Hallo, vorwärts! Fettes Schwein, du! Ich kann nicht hier durch, ey Gott! Ich werde sowas von gefunden, dass ich einfach mal. Okay. Könnte einfach kotzen. Jeder freut sich über das Schwein. Kleines Schweinchen. Schweinchen? Sind wir schon hin? Wir müssen da runter. Ja. Und was macht ihr so noch während dem Zuschauen? Ist leider jetzt gerade echt nervig. Bleibt einfach stehen. Verstohlener Sevit, das ist meine Sau. Danke, die Metzgerin kommt einfach und tut uns Kopfgeld geben. Hä? Was ist mit dem Spiel los? Aber jetzt habe ich immerhin keine Dinge. Ja, sicher. Und wie soll ich jetzt hier durch? Ah. Der Berg dort, aber da kommt das Schwein nicht so durch. Denke ich mal. Wie kann das sein, dass ich so Probleme habe mit dieser Quest? Ja, es geht nicht durch.
Ich weiß nicht, was ich machen muss. Doch, es geht doch, oder? Ja, es geht. Ja, mit dem Auge jetzt nicht so. Wir werden ja sehen, ob es geht oder nicht. Da ist noch eine. Hallo? Ich habe nichts gedrückt. Einfach aus dem Schleichen. Ja, die Prinzessin hat angehalten, aber ich muss ja jetzt hier irgendwo durch. Okay. Das Problem ist, wir hätten rechts herumgehen sollen vielleicht. Das macht mich sauer. Macht mich sauer. Ja, jetzt kommen wir hier nicht mehr durch. Toll, letzte Quest. Wieso müssen wir beginnen mit dem Let's Play im Nahen Fest? Wer hat mich eigentlich entdeckt? Sie oder die Frau? Okay. Wo ist es denn hin? Schweine können doch nicht wirklich fliegen, oder? Sucht uns noch. Wir gehen jetzt einfach einmal durch die Stadt. Wird uns schon niemand finden. Es sind hier auch keine Wachen. Dort oben ist eine Wache. Hier ist eine Wache. Nicht. Wer hat mich eigentlich entdeckt? Einen Augenblick. Ja, ja. Noch mehr verbrecherisches Treibgut an meinen Ufern. Werdet ihr jetzt euer Kopfgeld zahlen? Ihr macht mich scharf auf Gewalt, Hund. Wo ist die Wache, wenn man sie braucht? Aua. Kann man da irgendwie stunnen? Ich habe keine Stun. Ich werde jetzt einfach mal kurz abhauen. Nein, nicht. Ich wollte auch noch leben. Aber ich kann nicht mal heilen. Ja sicher, ich kann nicht mal heilen. Ich habe gedrückt die ganze Zeit. Ich habe die ganze Zeit, aber jetzt müssen wir einfach der umgehen. Okay. Ich habe die ganze Zeit heilen gedrückt. Macht natürlich nichts. Also, und dann links. Okay. Ich kenne die Stadt noch nicht. Wieso müssen die Quests einfach mal, ja, so nervig sein, dass Anfänger da irgendwie nicht verstehen, wo man durch muss? Alles Mögliche, oder? Es ist einfach nur nervig. Solche nervige Quests sollten auch in einem Event nicht da sein. Viele Quests müssen halt einfach mehr entwickelt werden und das machen die Entwickler scheinbar nicht. Sie müssen mehr designt werden. Einfach wenn irgendwie etwas nicht klar ist, auch dass irgendwie Hilfe und, erreichbar ist. Nicht direkt als Einblendung, sondern von Leuten, die das wissen. Aber ja, liebe Leute. Hey, wo ist mein Schwein? Wer hat mein Schwein? Das ist halt meistens in einem MMORPG nicht so der Fall. In einem Rollenspiel, ja. Aber in einem MMORPG nicht. Also das MMO, das ist halt einfach störend bei Rollenspiel. Deshalb bin ich jetzt auch nicht immer so Fan von Rollenspielen, also MMORPGs. Und, aber spiel's trotzdem gerne, weil einfach alles größer ist und die Spieler natürlich schon viel wieder wettmachen. Wieso gehe ich nicht immer einfach irgendwie den leichtesten Weg? Ich bin einfach so einer, der denkt, ja, er macht mal das, was er gerade so, ja, nicht so denkt, also. Bist du eigentlich blöd? Jetzt komm doch durchs Wasser, ey. Was ist denn so schlimm, hier durchzulaufen? Eieiei, also nerviger als so kann man NPCs nicht mehr machen. Unglaublich. Tut mir leid, dass ich das jetzt gerade machen muss. Wir müssen das echt durch die Stadt. Oh.
sind wir doch richtig gewesen, aber diese Frau ist halt im Weg. Ja, okay. Ich hab's verstanden. Mindere Qualität, ich sollte mich nicht so aufregen. Ist nun mal so. Hierher, Schweinchen! Hier, kleines Schweinchen! Aber wieso ist die Frau denn immer am Teleportieren? Was macht das für einen Sinn? Die haben einfach da die Gebiete so gemacht, dass sie immer auftaucht. Also müssen wir immer den Weg nehmen, wo sie nicht auftaucht. Aber die ist halt auch nicht so gut zu sehen. Okay, ich habe verstanden. Das ist einfach so eine mega unlogische Sache. Nein, sie hat nicht angehalten, liebes Spiel. Ja, ich denke hier rüber und dann haben wir die Quest. Okay, für heuerlevige Dinge ist das natürlich einfacher, aber wir haben jetzt noch nicht so einen guten Charakter. Ja, ist ja eigentlich leicht, wenn man weiß, wie. Aber wer kommt schon drauf, jetzt hier rechts herum innerhalb von der Stadtmauer zu gehen? Ich hätte außerhalb gedacht. Nee, du gehst jetzt hier nicht durch. Oh. Ja, dieses Pad möchte ich gerne. So muskulöser. Aber wieso bin ich jetzt wieder nicht am Schleichen? Automatisches nicht mehr Schleichen habe ich nicht so gerne. Ja, und jetzt? Wir sind ja hier. Und das ist überzeugt ihn hart. Okay, wir müssen zu ihm zurück. Immerhin ist das Schwein jetzt auch ein bisschen schneller. Ja. Oh, ein Wolf wäre auch cool, das Raubtier. Also so wie der aussieht, ist es auch cool. So anmutige Wölfe natürlich. Oh, ein Gepard. Ein Gepard. Yeah, ich will neue Reittiere. Aber die meisten sind wahrscheinlich nur kaufbar. Oh, ihr habt Jorun seine zukünftige Angetraute gebracht. Oder täuschen diesen seine Augen? Er ist sehr erheitert. Hier ist eure Prinzessin, Majestät. Ah, geschmackvoll, nicht wahr? Ich könnte sie auf der Stelle auffressen. Oh, eure Heldentaten waren überaus anregend für mich. Ich muss diese zärtlichen Momente auskosten, so selten wie sie doch sind. Okay. Nachdem ihr nun hier den ganzen Ruhm eingeheimst habt, werde ich diese Feier wohl anderswo hinterlegen. Dann werde ich das mal noch wiederholen, einfach selbstständig, bis ich 10 habe und kaufe mir dann irgendwas im Ereignisshop zusammen dann wieder. Das Jenseits, das alle großen Herrscher erwartet. Saufengarde! Nein, erwartet, das war es nicht. Ulkelwacht! Königin Eiren möchte uns echte Heiterkeit zeigen. Dieser Tag. Dunkelwacht. Ja, das müssen wir nicht wissen. Also. Und vollgewacht. Okay, in 15 Minuten. Haben wir dann noch Video? Nein, okay. Wir können 10 Minuten. Ja, also. Ich bin schon mal nach Funkelwacht, damit wir da noch Ereignisscheine bekommen. Aber das weiß wieder, ja, nur die Besten, wo Funkelwacht ist. Das tönt aber irgendwie nordisch, ey. Sehr, sehr, ja. Ich weiß nicht, wo Funke. Hier
Riese plus Frostgewölbe. Der ist sie. Ich schau mal nach. Fulkelwacht. Ist wo? Ja toll, keine Map. Natürlich, ich liebe Wikipedia. Sachen ohne Maps. Auridion. Ja, die haben gar keine Screenshots. Wo ist diese Insel? Auridion. Das ist diese Insel da unten. Ja. Ist doch das Funkelwacht, wie so steht. Ah, Wegschein von Funkelwacht. Okay. Nein. Ich will nicht Geld ausgeben. Ja. Okay. Verstanden. Ja, das ist schwer zu verstehen. Also viele Spielsachen, also Spielfeatures sind jetzt nicht so schnell erklärbar. Dass man jetzt zum Beispiel immer an den Wegschein gehen muss, um zu teleportieren, sonst zahlen muss. Also wirklich zahlen muss und das für den Anfang hat wirklich schon zu viel. Profis, die Geld verdienen, die können das natürlich ohne Probleme aus jeder ersichtlichen Position machen, aber ich nicht. Ich gebe nicht so viel Geld aus. Also ja, okay. Aber nicht so oft. Wenn es nervt, wenn dann kein Wegschein der Nähe ist, ja. Und die Ladezeiten sind halt immer sehr groß, wegen den großen, Kram, dem Spiel, Umfang. 70 GB. Ja, plus noch ein Add-on dazu wahrscheinlich. Okay, hier ist irgendwo nochmals ein Jahrmarkt. Wisst ihr, wie lange ich nach euch gesucht habe? Ja, ich muss noch länger warten. Was ist denn das? Ein Krug? Und ein Stahlpferd, ein Zwemepferd oder so das? Da oben, hä? Nee, noch weiter weg. Was war irgendwo hier rechts? Ah, oh, wichtig, dass das noch weiß. Der Ereignisse. Ah, hier links, okay. Der Ereignishandel ist hier und nicht der, das Nahenfest. Aber ich glaube, die Quest war viel besser. Okay, wenn er hier 5 Minuten steht, muss ich das Video ja noch ein bisschen früher beenden. Ein Löwe, eine Löwin. Okay. Dieser Verkuppler, der ein Lächeln in Jungs. Also machen wir doch mal ein bisschen schneller. Ich möchte, dass ich dieses einen Kaiser zu krönen. Dieser zählt nicht. Das ist nur Langatmigkeit. Und weiß es. Dafür müssen wir wieder schleichen. Um die ganze Zeremonie durchzukriegen. Okay, liebes Spiel, mach ich. Aber was hat nahen Sachen mit Schleichen zu tun? Ja, toll. Ja, ich bin ein bisschen genervt über dieses Event. Das merkt ihr, hä? Wisst ihr, wie lange ich nach euch gesucht habe? Eigentlich möchte ich es ja nicht irgendwie so ein bisschen negativ machen. Aber das geht jetzt einfach gar nicht. Dieses Event war mir damals, ja, vor wahrscheinlich direkt 2 Jahren war das, schon nervig. Jetzt das nochmals wiederholen zu müssen, nee, ist halt nervig. Eventuell werde ich es halt einfach nicht weitermachen in der dritten Stadt. Aber ich werde es einfach mal blind machen, also ohne Video machen. Weil dort in der dritten Stadt war ich noch nicht. Damals habe ich nur 2 gemacht, glaube ich.
Wow, wir müssen nichts machen, wir müssen nur hier kurz etwas Emotion machen, damit die aufgehalten werden. Streiche. Okay, und wohin müssen wir da? Zum Glück nicht schleichen. Müssen wir nochmals zurück, oder was? Ich habe 0 von 2 gelesen, also eigentlich sind wir jetzt noch nicht fertig. Ja, aber wo denn? Es ist keine Markierung. Tee. Geht nicht. Also es ist nur umstellen. Dann E-Quests. Quests. Alle stapeln. Tagebuchsquests. Nachdem wir ihn an... Das haben wir doch gemacht. Ist es verpackt? Jetzt haben wir doch das gerade gemacht. Gibt's noch mehr? Da müssen wir irgendwie hin. Ach, das ist, ja, die Magegilde. Aber die machen wir ja in Vivek. Ja, als nächstes machen wir das in Vivek. Ich muss jetzt leider das Video beenden. Und werde das einfach mal fertig machen. Ich habe zu viele Parts jetzt offen. Ja, also ihr werdet wahrscheinlich denken können, was jetzt passiert. Das gleiche wie bei eben Herz auch passiert ist, dass ich zunächst einen Quest bekomme und 2 Marken. Und ja, das Event ist leider morgen oder übermorgen fertig, deshalb muss ich das jetzt machen, damit ich überhaupt die Marken habe. Und dann kaufe ich einfach dieses Teil. Ja. Ist das zu glauben? Beim Ereignishändler. Ich zeige es noch kurz. Wir haben noch 3 Minuten. Aber jetzt können wir das nicht machen, hier rechts oben, ohne dass wir jetzt das auch bugfrei hinbekommen. Unsere Indrik sind wunderbar. Also was werde ich kaufen? Hier sind andere Sachen. Das sind andere Sachen bei ihr. Anspruchsvolle Art. Gruppenmaterial. Ich werde dieses Reittier kaufen, genau. Okay. Ja, und jetzt ist Französisch. Cool. Sehr gute Qualität. Das ist ja nicht so ein nerviges Spiel, aber die Qualität sollte schon ein bisschen höher sein. Ja, okay, das mache ich dann einfach irgendwann, wenn ich Zeit habe, heute noch. Tschüss und Dankeschön fürs Schauen. Und ja, Qualität wird natürlich auch bei mir wird noch ein bisschen besser. Aber so nervige Sachen, ja, da bin ich halt immer ein bisschen weniger qualitativ. Weil ich auch nur ein Spieler bin, der einfach Videos macht und kein Profi-Let's Play. Aber wenn ihr, ja, Kritik oder, ja, Verbesserungsvorschläge in die Kommentare schreiben, geht es natürlich auch ein bisschen schneller, dass ich da ein bisschen euch mehr Spaß bieten kann in diesem Spiel. Und es macht mir danach mehr Spaß. Jo. Tschüss.